Wann hast du dich das letzte Mal voller Elan in ein neues Vorhaben geschmissen, nur um es dann innerhalb von wenigen Wochen schon wieder komplett schleifen zu lassen? Läuft etwa dieses Jahr schon wieder dein Fitness-Abo aus und du hast es ungefähr 10 Monate lang davon überhaupt nicht benutzt? Und die Sauna zählt nicht. Aber wie würdest du es finden, wenn ich dich mit einem Geheimnis ausstatte, mit dem du alles schaffst, was du dir vornimmst? Dieses Geheimnis könnte dein Business transformieren, deine Zusammenarbeit mit Kunden verbessern und dein Privatleben sowie deine Gesundheit verbessern. Hallo moin, Patrick hier und wir sprechen heute darüber, wie du deine Vorsätze wirklich durchziehst und damit jeden Bereich deines Lebens transformieren kannst. Mein größter Fehler, wenn es darum geht, etwas durchzuziehen, war immer folgender. Ich habe immer einfach viel zu sehr auf meine Motivation vertraut. Das Thema Motivation ist uns eigentlich eher ein Dorn im Auge, wenn es darum geht, etwas durchzuziehen. Und wir sollten uns überhaupt nicht auf Motivation verlassen müssen. Aber klar, Motivation kann der Grund sein, warum ich mich überhaupt im Fitnessstudio anmelde. Motivation gab mir den Schub, meine Agentur zu gründen. Motivation kann dir den Push geben, vor allem ganz am Anfang. Sie kommt in sehr unerwarteten Momenten, aber auch in sehr erwartbaren Momenten. Zum Beispiel 2 Tage nach Silvester. Doch genau das ist auch das Problem mit der Motivation. Am Anfang sind wir so motiviert, wir geben Vollgas. Jeden Tag, so viel es geht. Aber irgendwann scheint der Weg ins Studio ziemlich lästig. Du kommst geschafft von der Arbeit, du setzt dich auf die Couch und boah, jetzt auch noch Tasche packen, zum Studio fahren, 1,5 Stunden trainieren, dann duschen und nach Hause fahren und dann bin ich erst fertig mit dem Tag. Ich weiß nicht. An deinen besten Tagen und gerade am Anfang machst du das vielleicht sogar noch. Aber du weißt es, der Tag wird kommen, an dem du nicht mehr die Kraft und den Aufwand aufwenden kannst und möchtest. Du überspringst einen Tag und dann noch einen und dann noch einen und dann noch einen und du weißt, wo das dann endet. Egal, was wir uns vornehmen, ein besserer Vorgesetzter sein, besser im Sport zu werden oder früher ins Bett zu gehen oder mehr Arbeit zu schaffen. Motivation ist ein ziemlich launisches Biest und es geht absolut nach hinten los, wenn du alles auf Motivation setzt. Oder noch schlimmer, Willenskraft. Bevor ich dir das Geheimnis verrate, muss ich dich warnen, denn dieses Mittel ist überhaupt nicht intuitiv. Aber du willst, dass dieses Jahr anders wird, oder? Du willst endlich dein Business nach vorne bringen, deinen Traumkörper bekommen und überhaupt ein besserer Mensch werden, oder? Unabhängig von dem, was du möchtest, zeige ich dir jetzt, wie du es erreichen kannst. Der Trick ist, etwas zu tun, das keine Motivation erfordert. Ich erkläre es dir. Mir persönlich fiel es schon immer unglaublich schwer, Dinge durchzuziehen. Ob das Sport ist, ob es Meditation ist, ob es einfach Schreiben ist oder Hausaufgaben. Oh Gott, hör mir auf mit Hausaufgaben. Egal wie stark mein Anfang war, wie groß die Motivation am Anfang, ich bin immer super schnell zurück in alte Muster gefallen. Und dann habe ich einen winzigen Trick entdeckt, der mein Leben komplett verändert hat. Und in kurzer Zeit habe ich es geschafft, mehr zu trainieren, zweimal täglich zu meditieren und sogar abends Gesangsstunden zu nehmen. Und das, während ich quer durch Asien reise und meine Arbeit täglich erledige. Jetzt baue ich mir sogar noch nebenher einen YouTube-Kanal auf. Früher hätte ich sowas definitiv nicht im Ansatz von mir erwartet. Ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel gehe ich immer, wenn ich abends mit dem Zähneputzen fertig bin, in einen ganz bestimmten Raum, setze mich auf einen bestimmten Platz, schließe die Augen und nehme 10 langsame, tiefe Atemzüge. Da denkst du jetzt bestimmt, ja, das ist ja wie meditieren. Und genau da wollte ich auch hin, als ich diese Gewohnheit aufgebaut habe. Ich wollte mehr meditieren. Und mittlerweile bin ich auch bei ungefähr 20 bis 30 Minuten meditieren, selbst wenn ich mich hinsetze und einfach nur 10 Sekunden einatmen möchte. Das heißt, ich befolge einfach folgende Regel. Mache es dir lächerlich einfach. Als ich mein Training angefangen habe, habe ich mir einfach nur vorgenommen, 2 Liegestützen zu machen. Ja, 2 Liegestützen. Wenn es sich wirklich so unglaublich bescheuert lächerlich anfühlt und du wirklich denkst, was soll ich denn hier machen, dann machst du genau alles richtig. Das ist natürlich auch nicht alles. Du musst auch wissen, wann du es durchführst und wie du dich daran erinnerst und vor allem auch, wie du die richtige Gewohnheit überhaupt aussuchst. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Gehen wir nochmal zum Zähneputzen zurück. Genau das ist nämlich super wichtig. Ich meditiere direkt nach dem Zähneputzen. Warum ist das so wichtig? Das Zähneputzen selbst ist wie eine Erinnerung, ein Auslöser für die nächste Gewohnheit, die ich durchführen möchte und die ich ausbauen möchte, wie die 10 tiefen Atemzüge, die letztendlich zu einer längeren Meditationssession ausarten sollen. So, wie könnte jetzt so eine Verknüpfung aussehen? Vielleicht ist dein Vorsatz, etwas beweglicher zu werden. Du könntest jedes Mal, wenn du mittags deinen Kaffee getrunken hast, eine Dehnübung machen. Die ist lächerlich einfach und sie ist verknüpft mit einer Gewohnheit wie dem Kaffee trinken. Oder nochmal,
Nach dem Zähneputzen mache ich 10 bewusste Atemzüge, um ins Meditieren zu kommen. Oder nach dem Meeting um 12 mache ich einen Minispaziergang oder gehe 1, 2, 3 Treppenstufen hoch. Also die Möglichkeiten sind unglaublich vielfältig und es kommt natürlich darauf an, was du für eine Gewohnheit aufbauen möchtest oder was ge generell deine Ziele sind und was du in deinem Alltag vorher halt gemacht hast. Also wir bauen uns eine eigene Mini-Gewohnheit und verknüpfen sie mit einer alten Gewohnheit. Guck mal, das ist schon ein Hack, den du sofort nehmen kannst und der dich definitiv schon weiterbringt. Für mich hat das unglaublich viel verändert. Und egal wie groß deine Ziele und deine Vorsätze auch sind, ich würde dir auch empfehlen, genau so zu starten. Mit einer lächerlich einfachen kleinen Gewohnheit, dass du gar nicht drum herum kommst, sie zu machen, weil es einfach so lächerlich einfach ist. Und ich weiß, am Anfang willst du viel mehr machen. Du willst deine 1,5 Stunden Sport. Du willst den Marathon laufen. Du hast richtig Bock, ein besserer Partner zu werden, ein besserer Chef zu werden. Aber vertrau mir, suche dir etwas aus, was richtig, richtig einfach ist, was in 2 Minuten zu erledigen ist. Und zieh das erstmal durch. Dann auch erst glaubst du dir, dass es okay ist, eine so leichte Gewohnheit überhaupt durchzuführen. Du kannst dich dann Stück für Stück steigern und größere Trainingspläne durchführen oder andere größere Sachen durchziehen, wie zum Beispiel lange Meditationssessions oder 1,5-stündige Gesangssessions. Aber jedes Mal, wenn ich mich nicht danach fühle, zum Beispiel zu singen, zu lange zu singen, mache ich trotzdem meine 1-2 Minuten Gesangsübung. Und ich weiß, dass das völlig okay ist und dass ich das dabei komplett belassen kann, weil ich langsam angefangen habe und mit wenig, wenig Übungen meine Gewohnheit aufgebaut habe. Und das Magische daran ist, sehr, sehr oft, wenn ich meine 1-2 Minuten gesungen habe, habe ich Lust weiterzumachen, weil es mir so viel Spaß macht und ich direkt drin bin. So ist es bei den 2 Liegestützen, so ist es, wenn ich mir einfach nur meine Turnschuhe anziehe, um ins Fitnessstudio zu gehen. So ist es beim Hinsetzen zu meditieren. Und du wirst ganz viele andere Dinge finden, bei denen es für dich eh nicht laufen kann. Das heißt, jedes Mal, wenn du nicht motiviert bist, und das wird sehr oft passieren, hast du eine Mini-Gewohnheit, bei der die Hemmschwelle so gering ist, dass du dich nicht aufraffen muss. Es ist wirklich nur eine lächerlich einfache Tätigkeit. Ich habe das Konzept damals aus dem Buch Tiny Habits aufgeschnappt und umgesetzt und ich habe es dann danach auch in vielen anderen Büchern wiedergefunden. Also ähnliche Konzepte, ähnliche Ideen. James Clear spricht in Atomic Habits zum Beispiel von der 2-Minuten-Regel. Und das Schöne ist, dass selbst wenn du nur deine 2 Minuten gemacht hast oder deine 2 Atemzüge, deine 2 Liegestützen gemacht hast, das zählt als erfolgreiche Gewohnheit und das ist psychologisch extrem mächtig. Du kannst quasi einen Haken setzen hinter deiner Gewohnheit und dann weißt du, du hast es wieder durchgezogen. Das macht viel mehr mit dir und deinem Alltag und deinem Erfolgsgefühl, als es einfach komplett nicht zu machen. Und deswegen fühlt es sich am nächsten Tag auch nicht so an, als hast du schon einen kompletten Tag übersprungen und bist daher wieder geneigt, noch einen Tag zu überspringen. Aber du bist wahrscheinlich jetzt gerade sehr motiviert, deswegen schaust du dieses Video an. Und du möchtest diese Motivation nutzen, um richtig loszulegen. Dann nutzt deine anfängliche Motivation, um dir folgende Fragen zu beantworten. Wann hast du Zeit für diese Mini-Gewohnheit? Welche alte Gewohnheit mache ich vorher? Und besonders wichtig ist die Frage, wie sieht dein Leben aus, wenn du deine Vorsätze durchziehst? Du hast vielleicht gemerkt, dass ich nicht davon spreche, dir Ziele zu setzen. Ich persönlich finde, dass Ziele ziemlich problematisch sind und nicht so zielführend, wie man immer denkt. Aber bevor ich tiefer darauf eingehe, fassen wir noch mal kurz zusammen, worüber wir eben gesprochen haben. Du baust dir eine lächerlich einfache Mini-Gewohnheit auf und die sind dein erster Schritt zu deinem Traumresultat. Und zweitens, du verknüpfst deine neue Gewohnheit mit einer alten Gewohnheit, die dich dann wiederum erinnern kann. Bislang habe ich einfach angenommen, dass du deinen eigenen Vorsatz hast und deine eigenen Gründe, etwas umzusetzen und etwas Neues zu tun. Aber sprechen wir noch mal kurz über Ziele. Vielleicht solltest du deine Ziele und deine Vorsätze noch mal überdenken. Wenn ich mit dem Rest des Videos fertig bin, hast du, glaube ich, Bock, noch ein paar andere Gedanken darüber zu machen. Denn Ziele sind nicht so gut. Vor allem zumindest langfristig nicht. Also ich meine zumindest so Ziele wie, ich will der Beste in X sein oder das größte Y aufbauen oder ich will ein Sixpack. Warum ist das problematisch? Stell dir vor, du hast das Ziel, die größte Agentur der Stadt aufzubauen. Du arbeitest hart, mobilisierst all deine Ressourcen und du schaffst es schließlich vielleicht sogar an die Spitze und hast die größte Agentur. Aber dann hast du das Ziel erreicht und stellst fest, dass der große Glücksrausch leider ausbleibt.
Und du schielst schon langsam wieder auf das nächste Vorhaben. Vielleicht die größte Agentur des Landes zu werden, mehr Geld zu haben, ein größeres Team, whatever. Das heißt, du musst dir immer wieder neue Ziele setzen und diese Ziele auch erreichen, um glücklich zu sein. Außerdem besteht die Gefahr, dass du in alte Gewohnheiten zurückfällst, sobald du deine Ziele erreicht hast. Also es ist genauso wie wenn du dich auf eine intensive Diät einlässt und du erreichst dein Wunschgewicht und danach fängst du wieder an, normale zu essen und nimmst wieder an Gewicht zu und dann haben wir den Jojo-Effekt. Oder stell dir vor, noch schlimmer, du schaffst es gar nicht an die Spitze. Was macht das denn mit deiner Motivation? Und deiner Laune? Deinem Glück? Warum sind Ziele problematisch? Erstens, das Erreichen von Zielen ist nur vorübergehend. Wir benötigen einen Motivationsschub, um bestimmte Ziele zu erreichen. Aber wenn wir unser Verhalten nicht ändern, landen wir immer wieder in derselben Situation und sind auf Motivation angewiesen, um das Ziel zu erreichen. Zweitens, Ziele beschränken dein Glücksgefühl. Nachdem du dein Ziel erreicht hast, bist du nur für kurze Zeit zufrieden. Denn danach willst du schon wieder das nächste Ziel erreichen. Und überhaupt, das Thema, die größte Agentur zu werden oder der beste Sportler oder das Match gewinnen. Denn das Ding ist, jeder Sportler setzt sich Gewinnen als Ziel. Auch der Verlierer. Das kann also nicht ganz das Unterscheidungsmerkmal sein, oder? Also wenn es dir so geht wie mir, dann arbeitest du hart, um dein Ziel zu erreichen. Aber sobald es erreicht ist, lässt du es wieder ein bisschen schleifen oder suchst dir das nächste Ziel. Das heißt, Ziele können dich sogar ausbremsen, wenn es darum geht, langfristig erfolgreich zu sein. Was ist denn jetzt also besser als Ziele? Zum Beispiel könntest du beschließen, ein Sixpack zu haben. Du machst jeden Tag 100 Bauchmuskelübungen. Und das machst du jetzt, bis du ein Sixpack hast. Und jetzt hast du ein Sixpack. Und was nun? Jetzt erscheinen dir die 100 Bauchmuskelübungen vielleicht als ziemlich lästig. Und du verlierst die Motivation, sie zu machen, weil sie nicht mehr mit einem Ziel verbunden sind. Oder dein Ziel ist, ein noch besseres Sixpack zu haben. Also anstatt dich auf dein Sixpack und deine Bauchmuskelübungen zu konzentrieren, könntest du ein ganzes Fitnessprogramm ausarbeiten. Du beginnst immer noch mit den lächerlich einfachen Bauchmuskelübungen, wie wir das vorhin am Anfang hatten und baust darauf eine stabile Routine auf. Das heißt, dieses Sixpack wird auf einmal Teil eines größeren Ganzen. Es geht darum, gesünder und fitter überhaupt zu werden. Das Training wird zu einer Art Lebensstil und einer Einstellung. Auf diese Weise vermeidest du, die Motivation zu verlieren, nachdem du dein Ziel erreicht hast. Jetzt haben wir keine einfachen Vorsätze mehr, die auf ein einziges Ziel ausgerichtet sind, sondern auf einen fortlaufenden Prozess. Gesunde Routinen, die du leicht durchführen kannst. Und auch anpassen, so wie es dir gefällt. Und damit bist du auch schon gewappnet für ein erfolgreiches Jahr oder auch zwei. Aber willst du wissen, wie du dein Leben jetzt so richtig langfristig verändern kannst und auch wirklich große Dinge anpacken kannst in deinem Leben? Sodass du das, was du heute schon gelernt hast, auf eine ganz große Bühne bringen kannst? Pass auf, ich erzähle dir eine kleine Geschichte. Als ich damals mit dem Sport angefangen habe, war mein Ziel ziemlich einfach. Ich wollte einfach ein bisschen in Form kommen und ein bisschen Muskeln aufbauen. Also habe ich einfach Übungen in meinem Zimmer gemacht, Liegestützen, Sit-ups und alles, was nötig war, um meinem Ziel näher zu kommen. Und nach einer Weile hat sich natürlich auch der Körper verändert und darüber hinaus noch was ganz anderes. Langsam aber sicher habe ich mich angefangen, auch anders zu fühlen und anders wahrzunehmen. Ich habe mich mit Leuten getroffen, die sportlich aktiv sind. Mein ganzes Selbstbild hat sich verändert. Und mit dieser neuen Identität als Sportler kamen auch automatisch neue Verhaltensweisen hinzu. Welche, die auch ganz spontan aufgekommen sind. Zum Beispiel habe ich irgendwann aufgehört, Rolltreppen zu nehmen. Und jedes Mal, wenn ich Rolltreppen gesehen habe und Treppenstufen daneben waren, habe ich gesagt, dann nehme ich jetzt die Treppenstufen, um halt ein bisschen Bewegung reinzukriegen. Es kam ganz automatisch, ohne dass ich es mir vorgenommen habe. Es wurde einfach eine Gewohnheit, weil meine Identität war, hey, ich bin ein Sportler. Ich habe mich stattdessen öfter für gesunde Mahlzeiten entschieden. Ich habe weniger Alkohol getrunken, bis ich gar keinen Alkohol mehr getrunken habe. Ne? Die ganzen Ziele sind auf einmal völlig in den Hintergrund gerückt. Ja, manchmal gibt es ein Ziel, wie zum Beispiel eine bestimmte Übung zu schaffen. Und dann ist die auch erreicht und dann ist das schön, aber es ändert nichts an der langfristigen Einstellung, Sport machen zu wollen oder den Lifestyle Sport zu haben. Es ging mir auf einmal nicht mehr darum, einen bestimmten Körper zu haben oder ein bestimmtes Fitnesslevel zu erreichen, sondern darum, wer ich bin und wie ich mich wahrnehme und wie ich mein Leben verbringe. Also eine Identität beschreibt, wer du bist und wie du lebst. Zumindest ist das meine einfache Definition einer Identität. Wenn du deine Gewohnheiten nach deiner
Identität ausrichtest, dann hast du einen viel größeren Hebel. Denn du entwickelst Eigenschaften auf Basis der Person, die du sein möchtest. Und dafür nutzt du Systeme, wie wir die vorhin schon besprochen haben, um dich dahin zu unterstützen, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Kommen wir nochmal zum Sixpack. Jemand, der ein Sixpack hat, hat vermutlich auch einen gesünderen Lebensstil. Er ist vermutlich ein Sportler. Das heißt, du möchtest jemand werden, der einen gesunden Lebensstil hat. Das heißt, du entscheidest, dass eine Kombination aus Bauchmuskelübungen, vollem Schlafengehen, einer kalorienarmen Ernährung und Fahrradfahren und so weiter einfach zu einem gesunden Lebensstil passt. Du triffst bestimmte Entscheidungen vielleicht sogar freiwillig und spontan, weil es deinem zukünftigen gewünschten Selbstbild entspricht. Damit hörst du auf, jemand zu sein, der einfach nur ein Ziel erreichen möchte und für ein Ziel lebt. Du fängst an, daran zu arbeiten, jemand zu sein, der du sein möchtest. Wir haben also ergebnisorientierte Gewohnheiten. Wir haben prozessorientierte Gewohnheiten, die schon ein bisschen besser sind. Und wir haben identitätsbasierte Gewohnheiten. Ergebnisorientierte Gewohnheiten helfen dir, ein Spiel zu gewinnen. Prozessorientierte Gewohnheiten lehren dich, wie du das Spiel spielst und weiterspielst. Und identitätsbasierende Gewohnheiten helfen dir dabei, zu entscheiden, welches Spiel du überhaupt spielen möchtest. Indem du bei der Identität anfängst, wählst du direkt andere Gewohnheiten aus, die du benötigst, um zu dieser Person zu werden. Und das ist doch letztendlich viel cooler, als einfach nur Gewicht zu verlieren, einfach nur einen Marathon laufen zu können. Du willst besser schreiben? Dann werde zum Autor. Du willst besser Gitarre spielen lernen? Dann werde zum Gitarristen oder zum Musiker. Du willst öfter laufen? Dann werde zum Läufer. Du möchtest weniger verschwenden? Dann bist du jetzt ein Minimalist. Du willst dich mehr in der Natur bewegen? Dann sei ein Wanderer. Du möchtest öfter Fahrrad fahren? Dann schließen wir den Kreis. Du willst deine Vorsätze für dieses Jahr erfolgreich durchziehen? Du möchtest so richtig was reißen und unabhängig von deiner Motivation erfolgreich sein? Dann mache ich jetzt den lächerlichen, einfachen ersten Schritt hin zu der Person, die du morgen sein kannst. Und jedes Mal, wenn du diese Gewohnheit durchziehst, so klein sie auch ist, bestätigst du dein gewünschtes Selbstbild. Hey, worauf wartest du noch? Na, geh raus jetzt und mach das Jahr zu deinem Jahr. Wir sehen uns in der Zukunft. Ciao, ciao.